brick in the wall. Und Kania Labi vom Bündnis Eastside Gallery, der hier gerade schon das Bild begonnen hat, was heute entsteht, hat noch einen. Ah, da ist er. Er schickt einen Kollegen. Das hört sich so. Ja, hallo, ich bin nicht Kania Labi, ich bin Andy Weiß. Was ich sagen möchte ist, wir sind natürlich nicht vom Bündnis, wir sind Eastside Gallery e.V., wir sind der Verein. Ja. Und ich kann mich, und das möchte ich mal hier klarstellen, meinem Vorredner nicht in allen Punkten anschließen. Ich finde das einfach eine ausgemachte Sauerei, wenn hier Aktionskünstler aller Couleurs aufgerufen werden, die Wand zu beschmieren, auch von der Rückseite. Das geht gar nicht. Die Wand, die Eastside Gallery steht seit Anfang der 90er unter Denkmalschutz und die Rückseite steht eben auch unter Denkmalschutz. Ach, guck mal, was da angefahren kommt. Und die Rückseite war immer weiß und als die Mauer saniert wurde, war eine Auflage, sie soll weiß bleiben. Weiß nämlich deswegen, weil jeder, der über die Mauer geklettert wäre, der hätte sich wunderbar an der weißen Wand abgezeichnet und es wäre etwas Einfaches gewesen für die Grenzer, die Leute einzukassieren. Also die Tapete, die jetzt im Moment auf der Rückseite in einigen Teilen angebracht wurde und ich jetzt gesehen habe, die fliegt gerade da hinten auf der Straße rum in großen Fetzen, das ist auch keine Lösung. Das ist nicht wirklich das, was wir als Verein wollen. Das Ding da, okay, sieht echt scheiße aus. Ich glaube, wir können das auch nicht mehr verhindern. Da müsste schon ein Wunder geschehen. Aber wir können wenigstens kämpfen, dass dieser riesige Riegel mit den 120 Metern, dass der hier keine Wirklichkeit wird. Und dazu brauchen wir wirklich wieder eine große Öffentlichkeit, größer als die, die wir heute hier im Moment vorfinden. Was hier unsere Aktionsmalerei anbelangt, ich habe ja gesagt, das ist keine Spielwiese für Leute, die aus der ganzen Welt kommen, aber heute und hier ist da diese Möglichkeit für euch alle, da was an die Wand zu pinseln. Das ist möglich. Ansonsten gibt es in Berlin, denke ich, genügend freie Fläche, wo man jeden Tag aufs Neue eine aktuelle Wandzeitung an die Wand sprayen, malen, kleistern, wie immer könnte. Aber die Eastside Gallery mit ihrer Geschichte ist schon etwas Einzigartiges. Das ist eben das für mich im Moment noch einzige Denkmal der Wiedervereinigung. Kürzlich lief im RBB eine Sendung Berlin verkauft Berlin. Da ging es natürlich darum, was ist jetzt mit unserem Tacheles passiert. Ja, seit das Tacheles nicht mehr da ist, was einstmals ein riesiger Publikumsmagnet war, bleiben die Touristen weg. 1 Million fehlen im Moment jährlich, was natürlich die gesamte Gastronomie, die Infrastruktur dort zu spüren bekommt. Und es gab ja einige Umfragen, einige Tests und die Leute haben gesagt, nein, sie kommen wegen der Bilder von 1990 und nicht wegen aktuellen Bildern, die können sie überall finden. Und ich denke, deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Aktionisten aufruft, hier an die Wand zu malen und dabei spielt es keine Rolle, ob es die Vorder- oder die Rückseite ist. Na, da sollte doch der Denkmalschutz ein gehöriges Wort mitsprechen. Danke.